So, willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon World, das ganz neue Rollercoaster. Ich habe ja in letzter Folge gesagt, wir machen jetzt diese Folge. Oh, da dreht sich was, ich mal reingucken. Ach, das ist das Ding, wo wir eben wahrscheinlich an der Seite sitzen, das dreht sich einfach, ne? Ich habe ja gesagt, wir werden jetzt eine Achterbahn bauen. Eine eigene Achterbahn, keine vorgefertigte, sondern unsere erste eigene. Ne? Und ich habe mir die bauen wir hier hin. Hier so über das Feld. Über den komischen Hügel. Oder bauen wir die. Ne, ich glaube, hier ist besser. Hier haben wir ein bisschen mehr Platz. Da bauen wir die jetzt hin. Achterbahn hier. Was ist das denn? Entwürfe. Achso, nein. Drehachterbahn. Achterbahn-Editor. Okay, gibt es hier auch welche mit Loopings oder so? Nö, ne? Die kommen wahrscheinlich noch später. Machen wir Achterbahn-Editor. Gucken wir uns das Ganze mal an. Das hier ist das Anfangsteil. Ja, ungültige Position. Setzen wir ihn hier hin, ne? Oh, guck mal, die kotzen uns alles voll. Juhu. Ach nee, das kommt ja von da. Oh, nö. Wir müssen das Ding nochmal bauen. Wir müssen es drehen. Ja, setzen wir einfach hier hin. Alter, guck mal, die kotzen da alles voll. Die Schweine, ey. Guck mal, die kotzt. Oh, was haben wir da? Guck mal. Oh, wie süß. Ja, gut. Und jetzt, stopp. Hallo? Nein, so, bauen. Hier hin. Und jetzt will ich testen. Nein, ich will bauen. Wo kann man hier bauen? Bauen, bearbeiten. Okay, Abschnittgröße 12 Minuten. Winkel. Twisted. Also ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was ich jetzt hier machen soll. Geradeaus. Vollständig. Wo fängt denn das überhaupt an? Ah, hier kommt es wahrscheinlich reingefahren, ne? Also müssen wir hier bauen. Ungültige Position. Warum? Ah, okay. Komm, das Ding ziehen wir erstmal. Hoppla. Erstmal voll nach oben. Geht's noch weiter höher? Noch höher? Noch höher? Oh, wow. Alter, die kotzen uns ja alles voll. Okay. So. Es gibt jetzt hier die übelste Übelachterbahn. So. Okay. Und nun? Können wir die jetzt gar nicht bauen? Oder was? Jetzt sind wir diese blöde Bäume im Weg. Och Mann. Ja, und jetzt? Oh Mann, ich glaube, ich bin der totale Loser, was Achterbahnfahren angeht. Ja, komm. So, komm, wir müssen ein kleines Gefälle reinbauen. Sonst rollt die am Ende noch gar nicht weg. So. Nee, andere Seite. Okay. Nein. Ach so, bauen? Das
So, jetzt habe ich nämlich eine Idee. Und zwar geht die jetzt voll runter in der Kurve. So. Sieht scheiße aus, gell? Sieht, glaube ich, echt total scheiße aus. Was ich hier mache. Ich bin bei Rollercoaster damals auch immer total abgekackt, wenn es irgendwie darum ging, Achterbahn zu bauen. Kommt gleich nochmal eine Neigung rein. So, und jetzt bauen wir die nämlich mal. Ist zu hoch oder was? Wird zu hoch sein. Müssen wir mal nur mal eins runter machen. So. Ja, was mach ich denn jetzt? Nein! Ah, sieht aus wie bei... Ach, guck mal, jetzt ist das ja so schon am Ende. Das ist gerade irgendwie... Hä? Okay, ich glaube, die Achterbahn ist nichts so Spektakuläres. Sieht aus wie Arsch und Friedrich, das Ding. Ach du Kacke, das kannst du ja keinem zeigen, ey. Alter Schwede, sieht das Ding kacke aus. Wow! Puh. Okay, wir brauchen aber erstmal hier so Kettenzüge. Ne, Moment, hier. Was sind das? Kettenzug, Reibbremse, Beschleuniger, Bremssystem. Gewöhnliche Streckenteil, Kettenzug. Wir müssen hier Ketten reinbauen, sonst kommt das Ding ja gar nicht hoch. Wie machen wir das jetzt? Und jetzt? Kette? Ah. Diese Kette reinge... Ah ja, gut, Kette ist drin. Baut das Teil bis nach oben. Ja, okay. Und dann würde ich sagen, ab hier... Oh nein, 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 nein. Bleib da. Mechanismen. Beschleuniger, komm, der kriegt richtig Speed da drauf. Ah. Wie geht das? Moment, nee, hier, Beschleunigungsdings da. Wieso setzt er das nicht rein? Aha. Gott. Was ist das denn? 2? Was ist denn hier 2 drück? Dann. Ah, gut, dann geht das... Ach so. Okay. Wow. Ey, der kann mich ja voll auf den Kopf drehen lassen. Ist ja groß. Okay. So, dann lassen wir die dann ab hier. So richtig. Ja. Hier im 60 Grad Winkel lassen wir die dann voll darunter. Darunter eiern. 70. Hier kommen 80. 80 nie dann voll die 90. So, und hier unten
Das Ding gibt dann so die 100. So. So, und wie kriegen wir jetzt dann den Beschleuniger rein? Das ist die nächste Frage. Wie machen wir das? Ah, müssen wir in die Mitte drücken, oder wie? Mechanismen, Beschleuniger. Ah, okay, in die Mitte drücken. Beschleuniger. Ah, okay. Mitte drücken, Beschleuniger. Schön. So, dann heizt er denn da runter. Machen wir hier noch einen Beschleuniger rein, dass er dann da die Dings hochkommt ohne Kette. So. So. Kommen hier unten auch noch welche rein. So, dann dürfte der wahrscheinlich da vielleicht hochkommen mit Volldampf. Und hier unten müssten wir jetzt noch die Bremse reinsetzen, ne? Aber das macht er dann wahrscheinlich. Ja, das geht nicht. Das müssen wir so machen. Und dann von hier. Okay, Mechanismen. Und dann hier die, das Bremssystem. Klasse. So. Das haben wir und jetzt können wir einen Test machen. Okay, wir testen das und fahren mit. So, jetzt gucken wir uns mal an, was wir jetzt da für einen Scheiß gebaut haben. Sieht schon mal ganz schön gruselig aus, ne? Ich bin gespannt aufs Ergebnis. Blöd, dass man die Kamera nicht bewegen kann. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Ah, schöne Aussicht. Cool. Was denn jetzt? Alter. What the fuck? Was war denn das denn? Stopp. Nochmal, komm. Diesmal gucken wir aber zu. Alter, was denn da passiert? Ich glaube, der hat es unten rausgefetzt. Boah, guck dir mal dieses gackelige Scheißteil an. Ach du Scheiße. Wow. Drehachterbahn ist von der Strecke abgekommen. Okay. Ach, die Dinger drehen sich, deswegen hat es so komisch ausgesehen. Ach, guck mal, unten haut er raus. Hier unten. Hier fetzt es dem aus dem Ding. So. Mal gucken, jetzt dürfte es gehen. Das war dem wahrscheinlich ein bisschen zu steil. So, Testfahrt, komm. Hau rein. Das ist die Höllenmaschine hier. Sieht aus wie der letzte Kotz. Der Architekt von dem Ding. Fragen sich die Menschen, welcher besoffener Mensch hat das Ding gebaut? Sowas Hässliches. Ei, 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 ei. So. Ne, es haut immer noch raus. Es haut immer noch raus da unten. Da müssen wir noch ein bisschen bauen. Wahrscheinlich das ganze Ding noch ein Stückchen. Wahrscheinlich noch so ein bisschen. So vielleicht, ne? Nicht so ganz so viel Schwung. So, Test. Testen. Komm, mach die Maschine hoch jetzt. So. Ja, das fetzt da unten raus. Das ist wahrscheinlich das Stückchen hier. Okay. Dann
ziehen wir das ein bisschen so. Gucken wir auch das mal ein bisschen. Setzen wir das ein bisschen höher. Geht nicht, ist die Kurve zu. So wird's gehen, ne? Nanu? Na? Okay, so. Los geht's. Test, Test. Wo ist das Ding? Fährt's los? Ja. So, komm hoch. Haben wir da eine Sprungchance gebaut? Alter Schwede. Mann. Ja, und nun müssten wir das ein bisschen tiefer bauen. So. Naja, wenn wir so weitermachen, bis glaube ich doch ganz schön Formen an. So, auf Test. Ich will nur die Mission erstmal schaffen, Menu. Komm. Ah, zu schnell. Okay, da geht's raus. Ja. Das ist einfach, Moment, 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 Moment. Wir müssten das einfach etwas drehen. Das Ding. Die 2. Einfach ein bisschen in die Richtung drehen, dann dürfte es nicht rausfliegen. So. Okay. So in die Richtung drehen lassen. Das noch ein bisschen in die andere Richtung. Okay, was ist eigentlich die 3? Was ist eigentlich die Nummer 3? Ja, das war Dredi. Okay, und die 4? Ah, okay. So. Jetzt aber. Los. Tü-tü-tü. Na, ich glaube, es gibt nichts. Das ist hier unten alles noch ein bisschen. Ey. Puh. Oh. 2. Das muss so ein bisschen hier so rein. So. So, 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 so. So. Testen. Ich glaube, wir sollten das Ding einfach wieder abreißen. Ich glaube, das gibt nichts. Es gibt die Todesfahrt, das Teil. Das ist der direkte Weg in die Hölle. Wer mit dem Ding fährt, überlebt das Ganze nicht.
Warum? So. So. Na. Menno. Will nicht. Ach, Mensch. So was. Oh, müssen wir es ein bisschen höher setzen, das Ding. So. Und in die andere Richtung drehen. Ich glaube, ich habe die ganze Schiene total verdreht jetzt. Oh Mann. Komm. Zwei. Es muss. Kein Wunder, dass hier alles rausfällt. Aus dem Puff. So. So. Geht nicht. Oh, Mann. Ich bin der totale Noob, ey. Juhu. So. Und das Ding. Müssen wir jetzt so und das Ding so ja, das wird jetzt passen, oder? Jetzt müssten wir doch eigentlich okay, weiter geht's testen. Das ist einfach nur mein Größenwahn ausgebrochen. Ich wollte einfach nur mal das größte und abgefahrenste Ding bauen und es funktioniert es nicht. Das ist typisch Größenwahn. Ah, es ist hier rausgekackt. Ach so, okay. Ja. Weil. Wir müssen das drehen in die andere Richtung. So. So. Das Teil auch in die andere Richtung. Etwa so. So, und jetzt ist es nämlich hier wieder an der anderen blöden Seite, dann müssen wir es nämlich wieder so drehen. So. Und das Ding müssten wir auch noch ein bisschen mitdrehen. So. Was willst denn du jetzt? Geh weg. Nein, die Richtung. So. Testen. Ach, diese scheiß Musik geht mir auf den Zeiger. Mann. Vielleicht sind wir einfach zu schnell, weil wir hier oben die vielen Dinge reingesetzt haben. Vielleicht sollten wir die einfach raussetzen. Oder einfach runter. Vielleicht gibt das einfach zu viel Speed. Deswegen geht es nicht. Komm, testen. Hmm.
Wir setzen hier mal Bremsen rein. Vielleicht ist er einfach nur zu schnell. Ja, Alter. Das ist doch krank. Was habe ich da gebaut, ey? Das ist ja absolut, absolut krank. Komm, Mechanismus, machen wir nochmal Bremsen rein. Dann holt er da runter und dann geht's da hoch. Dann setzen wir hier Beschleuniger rein. Vielleicht geht das ja. Und hier. Ja. Ach, dafür haben wir Kohle ohne Ende jetzt mittlerweile. Ja, er ist schon mal stecken geblieben. Mechanismen, wir setzen hier Beschleuniger rein. Und hier setzen wir Ketten rein. Ketten. So. Aber jetzt. Okay, wir setzen einfach. Wieso will er denn da so viele haben? So, da kommen Bremsen rein. So. Was habe ich denn da reingemacht? Beschleuniger, so. Okay, der bremst ab, dann dürfte er eigentlich nicht mehr so den Speed kriegen. Los geht's. So, abwarten. So, ausgebremst. An die Kette. Okay, so, da kommt Bremse. Da vielleicht auch nochmal eine Bremse. Okay, zack. Mechanismus. Bremse. Okay, Test. Test. Oh Mann. Okay. Ab hier kommt schon die Kette rein. So. Test. Ich baue hier den letzten Müll. Ich fass nicht. Ich gebe mich hier schon. Ich sitze schon minutenlang und baue dieses hässliche Dreckding. Ich müsste abreisen. Am besten noch vorgefertigt, den gesetzt die noch ein bisschen bearbeitet. Ja, guck mal an, es funktioniert. So, hier fliegt es bestimmt wieder raus. Wum. Oh, Scheiße, ey. Fuck, 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 fuck. Das Ding muss weg.
Alter, was mach ich denn da? Ach du Kacke, was tue ich denn? Leute. Guckt euch bitte niemals mein Video an. Wenn ihr bis dahin gekommen seid, schaltet bitte aus. Okay? Alter, was mache ich denn da für eine Scheiße? Da müssen jetzt überall Zugketten rein, das wird ja niemals. Fuck. Sind jetzt drinnen diese blöden Zugketten? Ja. Okay, weiter geht's mit dem Irrsinn. Nee, das haut doch hier wieder dagegen. Das geht nicht. Das funktioniert so nicht. Aber wir haben es gleich. Wir haben es bald. Hier kommen jetzt nämlich Bremsen rein. Bremse. 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 Zugkette. Zugkette. Und hier diese Beschleunigungsfickdinger. Die machen wir einfach raus. Ja, die haben wir raus. So, Test. Ab geht's, komm. Oh, ich ahne Schlimmes, ey. Ich ahne Schlimmes. Oh, Mann. Schon eine halbe Stunde und in der halben Stunde kämpfe ich mich mit dem Viech hier ab. Und dann hat's bestimmt eine richtig scheiß Bewertung und keiner will das Ding fahren. Und ich bin endtraurig. Was? Okay. Ich brauche wohl... Ah, ich habe diese blöden Bremsen, glaube ich, reingemacht, gell? Dingsbumsbremsen. So, dann fangen wir jetzt hier auch schon an. Machen das so. Ja, ich müsste die erreichen, gell? So, das sind die letzte Tests, den wir jetzt machen. Hoffe ich doch zumindest. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ein hässliches Kackding! Alter Schwede. Ich brauche eine Kippe jetzt, echt. Das ist ja so ein Grützendreck. Yeah, komm standen. Yeah. Okay, stopp. Ja. Begeisterung. Übelkeit. Ja. Schön. Schöne Scheiße.
Cool, die Begeisterung hält eigentlich. Ja, eigentlich ist ja schon alles ziemlich cool gelb, ne? Aber irgendwie wohl noch nicht genug. Fuck. Ja. Ja, ja, ja. Was tun wir denn jetzt? Ich glaube, wir setzen dem Viech hier oben nochmal einen Beschleuniger rein. Hier. Ab da kriegt er einen Beschleuniger reingesetzt. Das dürfte dem Ganzen noch ein bisschen Pep verleihen. Hier, so eine ewig lange Aufnahme, total für den Arsch. Das Ding ist für'n Arsch. Echt, das Ding ist absolut für'n Arsch. Ich will das nicht mehr. Geh weg. Entfernen. Bitte lösch dich. Was denn jetzt? Ja. Gut. So, hier unten ist alles kaputt. Wir brauchen ein paar Mechaniker. Komm, ich stelle einfach mal 3 Stück ein. Hier ist ja alles kaputt, in dem Puff. Den haben wir gebaut, ne, diese Hypercoaster-Teile. Wenn wir das Ding bauen, das müsste doch eigentlich. Oder? So ein Begeisterungswert. Guck mal, es kostet 12.000. Guck mal, das nehmen wir jetzt einfach erstmal für den Anfang. Ich bin echt nicht. Alter. Das passt ja nirgendwo hin. Pff. Das ist ja mal voll brutal. Wir könnten einfach erstmal so ein Ding hier bauen und pimpen das einfach ein bisschen. Das wäre, glaube ich, auch eine Idee. Ist das das da? Nee. Gut, können wir machen mal einen Test. Vielleicht, Nee, das dreht sich aber nicht, oder? Nee. Juhu, bestanden. Und jetzt? Begeisterung 0,9. Mann. Naja gut, Leute, machen jetzt mal Schluss. Es gibt uns eine ewig lange Aufnahme. Und ich klügel das nochmal ein bisschen aus und gucke mal, wie man das am besten macht, dass wir hier so eine schöne Achterbahn mit einer Dreier Begeisterung hinkriegen. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich werde es probieren. Also, ich glaube, es hat niemandem gefallen, die Folge. Die hat mir jetzt auch nicht gefallen. Deswegen gib mir alle einen Daumen nach unten statt nach oben. Ich habe es nicht anders da verdient. Ich habe jetzt 45 Minuten, nee, 40 Minuten lang mit so einer scheiß Achterbahn rumgedoktert. So eine verfickte Fickhacke.
Echt? Also Leute, vielleicht hat es dem einen oder anderen doch gefallen. Dann könnt ihr mir einen Daumen hoch geben und wenn nicht, gebt mir einfach gnadenlosen Daumen runter. Ich habe es echt nicht anders da verdient. Und ich verspreche euch, morgen mache ich mir eine Achterbahn. Die ist so toll, die hat eine Begeisterung von 1000. Und das wird die Welt begeistern. Ja, das wird die Welt begeistern, dieses Teil. Und bis dahin, bleibt sauber und so. Bis morgen, gell? Macht's gut. Tschüss. Ja.